Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Rohstoffmonitor. Heute wollen wir uns den Rohstoffen aus der ersten Reihe widmen, also dem Gold- und dem Silberpreis und dem Öl. Und unser heutiger Experte hierzu, das ist Sven Weisenhaus, Chefredakteur von Wave Daily. Ja, Herr Weisenhaus, starten wir gleich mal mit dem Goldpreis. Der hat in diesem Jahr ja bereits kräftige Verluste einstecken müssen. Hat er denn jetzt mittlerweile seinen Boden gefunden oder drohen vielleicht noch weitere Abstürze? Ja, schönen guten Tag. Also kurzfristig ist die Frage sicherlich nicht leicht zu beantworten. Langfristig allerdings hatte ich meinen Lesern schon vor ungefähr 1,5 Jahren gesagt, dass Gold wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Und nach diesen 1,5 Jahren sieht man das auch genau, was jetzt aktuell im Gold passiert. Das heißt, wir sehen fallende Kurse, wir sehen eine sehr stark abnehmende Volatilität. Das heißt, es dürfte uninteressanter sein, in Gold zu investieren, weil hier einfach wenig Bewegung drin ist und die Kurse halt immer weiter peu à peu abbröckeln. Von daher gehe ich auch weiterhin davon aus, dass wir in einigen Jahren uns für Gold wahrscheinlich gar nicht mehr so stark interessieren werden wie heute. Also es gibt fundamentale Faktoren, die auch diesen Goldpreisabsturz, den wir zuletzt hatten, durchaus begründen konnten. Und sollten sich diese dann so unverändert fortsetzen wie bisher, dann sind weitere Kursverluste sicherlich nicht unwahrscheinlich, sondern eher sogar unvermeidlich. Dann bleiben wir nochmal bei diesen fundamentalen Faktoren. Was bewegt den Goldpreis denn aktuell überhaupt? Also aktuell herrscht natürlich schon noch ein großes Interesse für Gold. Das ist natürlich klar. Die Kaufargumente sind aber immer dieselben. Das heißt, erstens, die Liquidität der Notenbanken soll angeblich zu einer höheren Inflation führen. Und zweitens soll die angeblich starke Nachfrage den Preis auch wieder nach oben treiben. Die Realität allerdings sieht völlig anders aus. Seit dem Jahr 2011 sehen wir sowohl in Deutschland als auch in Europa abnehmende Inflationsraten. Und das ist auch eigentlich überhaupt gar kein Wunder. In Europa stecken wir mitten in einer tiefen Rezession, hohe Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne, entsprechend sinkende Güternachfrage. Und in so einer Phase kann es gar nicht zu steigender Inflation kommen. Das gleiche Bild auch in den USA. Die Notenbank Fed hat dort die Geldschleusen weit offen, aber wir haben moderate Inflationsraten. Also das Inflationsargument zieht einfach nicht. Und wenn man den Goldpreis und die Entwicklung der Inflation einfach mal anschaut, sich also die Inflationsraten anschaut und dazu den Goldpreis, dann sieht man, dass beide Werte seit 2011 fallen. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Korrelation zwischen Inflation und Goldpreis. Das Problem ist nur, die erwartete Inflationsanstieg hat es nicht gegeben. Es gab Inflationsraten rückläufige und insofern gab es dann auch einen rückläufigen Goldpreis. Auch das Argument der Goldnachfrage kann ich also widerlegen. Jetzt beispielsweise im Bericht des World Gold Council zum ersten Quartal, da lässt sich nachlesen, dass die weltweite Goldnachfrage 13% niedriger war als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aktuell wird über Notenbanken in Schwellenländern berichtet, die stark nachgefragt haben. Das ist auch so, aber diese isolierte Betrachtung sagt eben nichts aus über die Gesamtnachfrage nach Gold und auch nicht über die Gesamtnachfrage der Notenbanken. Denn tatsächlich ist es so, dass auch die Notenbanken insgesamt 5% weniger Gold nachgefragt haben als noch vor einem Jahr. Dann schauen wir noch schnell auf die Charttechnik des Goldpreises. Auf welche Marken kommt es denn jetzt in nächster Zeit an? Ja, also der jüngste Crash aus April, der endete im Tief bei 1.321. Dann gab es eine Gegenbewegung und dann nochmal fallende Kurse, die jetzt bei 1.340 rund endeten. Das heißt, zwischen 1.320 und 1.340 haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit von einem Doppelboden. Das Problem ist nur, dass die Gegenbewegung auf diesen vorangegangenen Absturz exakt beim 61,8% Fibonacci-Retracement endete. Damit ist das Maximalkorrekturkursziel einer Gegenbewegung abgearbeitet und faktisch befinden wir uns damit weiterhin in einem Abwärtstrend. Also nichtsdestotrotz, solange die Marke bei 1.320 zunächst mal hält, ist durchaus nochmal eine Gegenbewegung zu erwarten. Ich sehe die allerdings im Moment schlicht und ergreifend nicht kommen. Das heißt, ich erwarte auch tatsächlich nach einer Seitwärtskonsolidierung, dass die Kurse dann irgendwann auch wieder die 1.321er Marke nach unten hin brechen. Insbesondere sehe ich das deshalb, weil etwas tiefer bei 1.283 Punkten, da liegt noch das 38,2% Fibonacci-Retracement aus der vorhergegangenen langjährigen Aufwärtsbewegung. Das heißt, da befindet sich noch ein Minimalkorrekturkursziel und dies wurde noch nicht erreicht. Also von daher gehe ich noch von weiter fallenden Kursen aus, letztendlich auch noch deutlich weiter als 1.283 Punkte. Ja, und wo Gold ist, da ist Silber auch meist nicht weit. Der kleine Bruder des Goldes hat in diesem Jahr ja noch größere Verluste eingefahren als das Gold. Wie könnte es denn jetzt hier weitergehen? Was verrät uns die Charttechnik? Ja, also
Tatsache ist ja, dass Silber so ein bisschen ein Hebel auf Gold ist. Das heißt, die Bewegung des Goldpreises wird hier nachvollzogen. Die Bewegungen fallen aber auch in beide Richtungen eben stärker aus. Trotzdem ist mir Silber irgendwie sympathischer, auch charttechnisch, denn zuletzt gab es so einen sehr starken Rutsch auf knapp 20 US-Dollar und dieser wurde aber sehr, sehr schnell wieder zurückgekauft. Das heißt, die Abwärtsbewegung könnte dort ein kurzfristiges Ende gefunden haben. Und wenn jemand jetzt unbedingt noch auf Edelmetalle setzen möchte, dann lieber auf Silber setzen. Denn hier sehe ich zumindest, wenn es kurzfristig nochmal zu einer Gegenbewegung kommt, ein Aufwärtspotenzial bis 26 US-Dollar. Denn da lag ein heftiger Widerstand, auf den ist Silber diverse Male aufgeprallt, bevor er dann darunter gerutscht ist. So hat sich also eine Unterstützung zu einem Widerstand gewandelt. Und wenn man jetzt bei, ich sage jetzt mal 21 US-Dollar einsteigt und das Kursziel von 26 US-Dollar tatsächlich erreicht wird, dann hat man schon ordentliche 23% einsacken können. Wenn man das auf Gold bezieht und Gold hat äquivalente Marken, dann hätte Gold bis zu so einer Marke nur ein Potenzial von 12%. Von daher sehe ich Silber einfach auch charttechnisch deutlich interessanter. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Sven Weisenhaus, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dem Rohstoffmonitor für diese Woche. Anschauen können sich die Sendung nochmals unter drf.fm. Ansonsten bis nächste Woche dann. Auf Wiedersehen.